Hallo, liebe Schüler, liebe Freunde der Mathematik. Es geht heute wieder um das große Gebiet der Kombinatorik. Wir betrachten aber die Variation ohne Wiederholung. Wir gehen einmal von Folgendem aus. Die aus K-Elementen bestehenden Komplexionen, das sind Zusammenstellungen, die sich aus N-Elementen unter Berücksichtigung ihrer Anordnung innerhalb der Zusammenstellungen bilden lassen, bezeichnet man als Variation von N-Elementen zur Kartenklasse. Das ist ganz wichtig. Wir betrachten einmal die vier Elemente A, B, C und D. Dann bilden sich die Variationen zur ersten Klasse einfach aus den Elementen selbst, A, B, C, D. Und man schreibt das dann so, Variation von vier Elementen zur ersten Klasse gleich 4. Die Variation zur zweiten Klasse, die finden wir, indem wir die Variationen der ersten Klasse mit jedem der restlichen drei Elemente verbinden. Das heißt, hier haben wir A, dann kann ich noch A mit B verbinden, A mit C, A mit D, dann BA, BC, BD, CA, CB, CD und D auch mit A, mit B und mit C. Das Ganze schreiben wir dann Variation von vier Elementen zur zweiten Klasse und das berechnet sich dann aus 4 mal 3, das sind 12. Gehen wir weiter. Wir betrachten die Variation zur dritten Klasse. Die erhalten wir jetzt, wenn wir jede dieser 12 Elemente, die wir dort haben, das heißt die 12 Variationen zur zweiten Klasse, mit jedem der restlichen 2 Elemente verbinden. Also wir haben AB, das kann ich nur verbinden mit C und mit D. Dann AC mit B und mit D. Jetzt geht die Kamera mal hier genau drauf. Da muss ich das nicht alles vorlesen. BAC, BAD, BCA, BCD und so weiter. Bitte anschauen, aufhalten. Dann ergibt sich die Variation zur vierten, die Variation von vier Elementen zur, was haben wir jetzt, zur dritten Klasse, das ist 4 mal 3 mal 2 und das ist dann 24. Und als letztes haben wir dann die Variation zur vierten Klasse und die sind identisch mit den Permutationen aus den vier gegebenen Elementen. Und die Permutation von vier Elementen, die hatten wir schon mal bei dem Video Permutationen. Das geht also aus von A, B, C, dann vertausche ich C mit D, dann kommt C an die zweite Stelle und zum Schluss D an die zweite Stelle. Die Kamera geht mal genau drauf. Und die stehen hier alle da. Dann ergibt sich die Variation von vier Elementen zur vierten Klasse. Das ist gleich der Permutation von vier Elementen. Und das ist 4 mal 3 mal 2 mal 1, das ist 24. Nun will ich das noch verallgemeinern und kann dann sagen, wir betrachten die Variation von N-Elementen zur Kartenklasse. Und das wäre dann, das höchste Element ist N. Dann kommt das nächste Element, das liegt davor, das N-1. Dann haben wir also N mal N-1 mal N-2 bis runter zu n minus k plus 1. Und das wäre dann tatsächlich die Variation von n Elementen zur Kartenklasse. Ich würde sagen, bisher. Okay.